Ja, hallo liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ja, wir lassen das auch ein bisschen ruhiger angehen jetzt zwischen den Tagen und amüsieren uns ein bisschen und spielen mit unseren neuen Weihnachtsgeschenken. Natürlich arbeiten wir auch ein bisschen und machen das, was wir sonst auch machen. Mittlerweile ist es mal wieder richtig kalt hier geworden. Wir haben heute Dauerfrost gehabt, den ersten Tag seit langem, dass das mal wieder alles knackig durchgefroren ist und nachts auch ja, minus 8, 9 Grad waren und tagsüber auch minus 2, 3 Grad. Im Herbst haben wir ja sehr viel, sehr düsteres Wetter gehabt. Also wir haben fast 3 Monate nur trübes Wetter gehabt, Nebel und Nieselregen. Also generell sehr viel Regen, der Fluss ist auch sehr voll geworden, er führt sehr viel Wasser im Moment. Für die Bäume, die ich angepflanzt habe, ist das natürlich optimal gewesen. Die konnten schon richtig ein bisschen austreiben bzw. sich verwurzeln. Durch die ganze Feuchtigkeit im Boden war das optimal. Beim Blockhaus geht es ein bisschen schleppend im Moment voran. Viel Fummelarbeit, so die ganzen Kleinigkeiten und Haustechnik, Elektrik und ja, was da alles so gemacht werden muss, was viel Zeit in Anspruch nimmt, wo man aber nicht viel von sieht. Gemacht werden muss es ja aber auch. Aber demnächst geht es wieder etwas schneller voran, hoffe ich, wenn mir das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht. Die alte Hütte, die ich ja schon im Frühjahr abgerissen habe, die ist zum Großteil abtransportiert. Ein paar Sachen liegen da noch. Wie nimmt das kein Ende, aber naja, vielleicht 2, 3 Anhängerladungen noch, dann ist wirklich alles weg. Heute haben wir ein bisschen was auch für die Kinder gemacht und gerade für Mia, die war auf einem Hobbyhorsing-Turnier oder Hobbyhorse-Turnier, ich weiß gar nicht genau, wie man es sagt. Da hat sie auf jeden Fall ihren Spaß gehabt. Ja, und danach haben wir noch unsere neue Drohne ausprobiert. Ja, der Weihnachtsmann hat uns eine Drohne gebracht.
gelandet. Und Noah, sind wir bis jetzt zufrieden? Sehr zufrieden. Absolut, macht riesig Spaß. Man muss sich erst ein bisschen einfuchsen, aber dann geht's richtig gut, ne? Das ist wirklich eine super tolle Drohne. Ich hoffe, die beschert uns in Zukunft richtig viele gute Aufnahmen, dass wir auch mal alles aus einer anderen Perspektive zeigen können. Bis jetzt sind wir absolut zufrieden mit dieser Drohne. Ich verlinke euch die mal unter dem Video. Ist wirklich für den Preis ein super tolles Teil. Wir haben jetzt die ersten 15 Akkuladungen durch und der Akku wurde auch deutlich besser jetzt mit der Zeit. Und ja, inzwischen können wir auch ganz gut fliegen. Also wir haben erstmal ganz vorsichtig angefangen. Und ja, Noah soll jetzt sozusagen unser neuer Drohnenkameramann werden. Und er hat auch ganz viel Spaß dran. Silvester steht vor der Tür. Da werden wir auch noch unseren Spaß haben. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß. Und ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis nächstes Mal.